Botschaften des Lichts von Jochen Niemuth. Liebe Freundin, lieber Freund, stelle dir einmal vor, du wärst die ganze Zeit wie blind gewesen und beginnst gerade jetzt erst die Welt zu entdecken. In jedem Augenblick tauchen neue Wunder vor dir auf und du wirst dir der Schönheit und Herrlichkeit deiner Existenz endlich bewusst. Wie viel gibt es doch zu entdecken? Wie erstaunlich und wunderbar das alles ist. Du musst nicht viel Gepäck tragen auf deinem Weg durchs Leben. Aber etwas Liebe solltest du immer bei dir haben. Nimm Liebe und Licht mit, wohin auch immer du gehst, und lasse die Liebe aus deinem Herzen fließen. Durch all deine Taten, Gedanken und Werke soll sie strahlen. Jeder Mensch sendet etwas aus, in jedem Augenblick. Jeder strahlt mit einer bestimmten Frequenz ins Universum hinein, und das Universum bemerkt, erkennt und beantwortet diese Signale. Die Antwort entspricht der Frequenz, mit der du sendest. Bist du sauer? Kommt Saures zu dir zurück. Strahlst du Glück und Freude aus, wirst du mit Seligkeit und Güte bedacht. Jeder weiß, dass Glücklichsein das Leiden auflöst und beendet. Aber niemand, der leidet, kann glücklich sein. Das liegt in der Natur der Dinge. Und doch existiert das Glück. Es ist nur nicht in der Reichweite des Leidens. Mach dich also auf, sei guten Mutes. Geh auf das Glück zu und bleibe nicht in deinem Leid sitzen. Wo immer du hingehst, schaffe dir deinen eigenen Frieden. Nimm ihn mit, wie ein Reisender sein Zelt mit sich nimmt, das ihm immer und überall Zuflucht gewährt. Dieses Zelt deines Friedens ist dein eigenes Herz. Und in diesem Herzen hat die ganze Welt Platz. Lade doch deine Freunde ein, dich in deinem Friedenszelt zu besuchen.
Übernimm freudig die Verantwortung für dein eigenes Leben, denn nur so kannst du frei sein. Gib die Verantwortung nicht an andere ab. Du bist der Herr deines Lebens und du bestimmst, wie du leben willst. Letztlich entscheidest immer du selbst, ob es dir recht ist oder nicht. Freue dich also darüber und übernimm die Verantwortung. Liebe Freundin, lieber Freund, Gott ist reine Liebe und Gott ist jetzt hier. Was sorgst du dich also? Warum fühlst du dich so verlassen und verloren? Wach auf und öffne dein Herz. Gott ist nichts anderes als Liebe, und wenn du nur ein bisschen hineinspürst in dein Herz, wirst du es wissen. Lass dich also nicht entmutigen, sondern feiere und freue dich lieber, denn Gott ist jetzt hier. Versuche stets, die positive Seite der Dinge zu sehen. Auch wenn du nur einen Funken Positivität entdeckst, kann dir dies schon enorm helfen. Wenn du Glück hast und dir etwas Mühe gibst, kannst du aus diesem Funken ein loderndes Feuer entfachen. Achte also stets auf das Gute in den Menschen und in dem, was dir begegnet. Folge dem Licht. Es führt dich zu noch mehr Licht. Folge der Freude. Sie führt dich zu noch mehr Freude. Folge der Liebe. Sie führt dich zu einem unermesslichen, strahlenden Raum der Liebe, zum Ozean des Lebens selbst. Doch dieser Ozean ist nicht fern. Er ist jetzt hier. Wenn du in deinem Innersten nachspürst, so wirst du nichts finden. Doch dieses Nichts ist wach und intelligent. Es ist reines, klares Bewusstsein, das höchste Potenzial. Der innerste Raum deines Herzens ist bis zum Rand mit Liebe und Leben gefüllt. Doch Liebe an sich kannst du nicht sehen. Sie scheint nichts zu sein und bewirkt doch alles. Deine Seele ist wie reines göttliches Licht, und sie will ihr Licht strahlen lassen durch deinen Verstand, deinen Körper und dein ganzes Leben.
Sie will dich unentwegt erleuchten. Lass es doch zu. Öffne dich und reinige dich. Wirf all das Negative und die Schleier ab und lasse deine Seele wirken. Wenn du Ja zu dir sagst, kannst du wachsen. Und wenn du wächst, dehnst du dich aus und bist glücklich. Freue dich also und sage Ja zu dir, kraftvoll, laut und mit voller Überzeugung. Alles an dir ist gut, sehr gut sogar. Sage Ja zu dir selbst und zu deiner Welt. Liebe Freundin, lieber Freund, es ist gut, wenn du nicht überall passt. Glaube doch nicht an das Ammenmärchen, dass nur die am besten Angepassten oder die Stärksten überleben können. Das ist totaler Unsinn. Gerade weil du nicht passt, hast du die Chance, deinen eigenen Weg zu finden und zu erschaffen. Dein Herz ist immer unschuldig und rein. Mögen auch Stürme und Unwetter in deinem Verstand und deinen Emotionen wüten. Es ist ein leuchtendes Juwel, unverletzlich, unverdorben, unerschrocken. Es wartet, bis der Tumult vorüber ist und der Sturm sich gelegt hat. Nun kann sein Licht wieder leuchten und Himmel und Erde erfüllen, wie die Sonne an einem heiteren Tag. Begegne anderen Menschen so, wie du wünschst, dass sie dir begegnen. Sei freundlich und zuvorkommend oder zumindest gerecht. Was du gibst, wirst du auch empfangen, denn Gleiches zieht Gleiches an. Besinne dich also auf das, was dir wichtig ist und was du dir wirklich wünschst und verschenke gerade dies an deine Mitmenschen. Du wirst eine Antwort erhalten, die dir gefällt. Deine Meditation gibt dir Vertrauen. Sie zeigt dir, wer du in Wahrheit bist, und macht dich bekannt mit dem, was niemals zerstört werden kann. Sie führt dich in einen strahlenden Raum, in dem du vollkommen sicher bist. Meditation ist der direkteste Weg zu deiner Erfüllung. Dieser Weg führt ohne Umschweife mitten in dein Herz.
eine ungeheure, unvorstellbare Kreativität war notwendig, um den Kosmos mit seiner unendlichen Vielgestaltigkeit hervorzubringen. Wahrscheinlich kannst du dir nicht einmal in deiner Fantasie vorstellen, welch eine unglaubliche Schöpferkraft hier am Werk war und ist. Und doch hast du Anteil an dieser Kraft. Du wirst direkt aus dieser Quelle gespeist. In deiner Meditation kannst du erfahren, dass du in dir selbst die beste und kostbarste Zuflucht hast. Dein sicherster Ort, an dem du dich niederlassen und dich regenerieren kannst, ist nicht weit entfernt. Er ist jetzt hier und steht dir offen. Lass dich ein in dein eigenes Herz. In die Lotuskammer deiner Liebe. Niemand kann dich hier stören oder verletzen.